Willkommen zurück zu Let's Play Deponia Complete Journey. Im letzten Part haben wir dieses wirklich saublöde Klopf. Weil das ist eigentlich total banal, der Code, und wir haben ihn halt nicht hingekriegt, weil wir falsch angefangen haben. Ja. Der hätte nur eine Zahl vorne dran schreiben müssen, so eine 3. Schon passiert dieser Käse nicht. Apoke ist ja ein Vollidiot, ne? Macht, oder beziehungsweise ein Vollarschloch und macht es deswegen nicht. Gut. Rouge, sehr gut. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Bestimmt Torpedo-Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Oh. Die Geschichte mit den Flugdrachen hätte ich zu gerne gesehen. Poki. Ich finde dieses Outfit auch süß mit diesen Sicherheitswesten und diesen blauen Stramplern. Ja, also Poki, ne? Und da sind wir endlich im geheimen Unterschlupf der Rebellen. Hier treffen wir natürlich auf einen feuerspeienden Drachen, der uns bekannt vorkommt. Nein, nicht wirklich ein feuerspeiender Drache, das ist nur Toni. Aber ja, ist tatsächlich ein Sachverhalt, den ich erst später in Chaos of Deponia hineingeschrieben habe, weil ich persönlich Toni doch sehr vermisst habe. Sie ist einfach immer ein guter Motor für Rufus, ein sehr guter Spiegel, in dem er sich seine hässliche Fratze in Gänze zeigt und wie was aus Leuten wird, mit denen er längere Zeit zusammen ist und so. Und um diesen Augenblick gebührend zu feiern, ist, Achtung, sehr vorsichtig, hier die einzige Möglichkeit im Spiel tatsächlich zu sterben. Also seid sehr vorsichtig, wenn ihr mit Toni redet, ihr könnt hier sterben. In einer wundervollen Hommage an die alten Sierra Adventures. Aber Rufus hat es auch verdient. Wenn du das eben in den Sierra Adventures nicht verstanden hast, oder gerade zu alle, diese uralten Adventures von Sierra, die hatten so die Angewohnheit, sobald du irgendwas verkackt hast, warst du sofort tot. Okay, wollen wir da mit Toni reden? Ja, mach's bitte. An den Running Gag erinnere ich mich nämlich noch. Okay, Kanister. Nur weil wir hier jetzt Nummer 2 und spirituelle Anführer sind, heißt es ja noch lange nicht, dass wir hier nichts mehr klauen. Mhm. Ne? Ja, eben. Wieso klauen? Ja, soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein, 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 nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Ja. Geht mal mit der Alten. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Das ist ja auf jeden Fall noch so wortgewandt wie damals. Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu 2/3. Sie kann einem nur leid tun.
Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Das Mario-Anspielung. Weiter geht's. Sowohl die Geschichte mit der Zahnpasta in den Heizungsrohren, als auch die mit dem Gnu würde ich nur zu gerne hören. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich-bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Wortgewandt sind sie ja beide, das muss man schon lassen. Die kloppen sich nicht auf... Ich möchte echt gerne mal wissen, wie lange Poker den Dialog gesessen ist. Ja, aber verbal geben sie sich echt ordentlich auf die Fresse. Und zwar auf einem verdammt guten Niveau. Also ich wünschte, ich wäre so. Ich wünschte teilweise, ich wäre so schlagfertig. Ich zitiere einfach mal. Ich kann nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Niemanden, weil du auf die nächste Dialogoption geklickt hast. Sehr gut. Stattdessen wollte ich sagen... Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Ruvus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolgeschuhleisten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Dass ich jetzt gerne mal mein Zitat raushauen würde. Okay, jetzt klicke ich nicht mehr drauf. Und zwar, Schlagfertigkeit ist das, was dir eine Minute zu spät einfällt. Ja, ist meistens tatsächlich eine Minute. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Rekrut! Bei euch piept's wohl! Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut! Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Wollen wir die jetzt echt so sehr in den Wahnsinn treiben? Das mit dem Grabschaufeln war wörtlich gemeint, als du jetzt vielleicht denkst. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh oh. Restore, ne? Wenn du es auf New Game klickst, dann fangen wir tatsächlich ein neues Spiel an. Und wenn du auf Quit drückst, landen wir im Menü. Oh. Ansonsten sollte ich jetzt nicht auf New Game drücken, wenn man Poki nicht umbringen möchte. Ja. Und?
Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Ein paar Dialogoptionen haben wir aber noch. Das hier noch. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Die kennt ihr ja schon mal gut. Oh Gott. Müssen wir das jetzt echt durchgehen? Ja. Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Da. Was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg. Von dem Becken. Schon gut, schon gut. Andere Frage. Kurz aus dem Zusammenhang gerissen. Möchte ich die Änderungen in der Registry speichern? Ja. Gut. Darum hast du sie doch gemacht. Sichert wollte ich sagen, nicht speichern. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Ich klicke dann einfach nicht nochmal drauf. Warum sehen Besser die Delfine nicht. So traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Gab's im Gadget-Shop? Wurde da nicht eine Torpedo-Ausrüstung verlost? Kann sein, ja. Aber wir kommen jetzt eh nicht mehr auf den... Doch, wir kommen noch auf den schwimmenden Schwarzmarkt. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Pony, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut. Aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Seht mich an, ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Physische Komik. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja. Und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Gut, das war's. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Diebold ist nicht aktiv, nach hinten ist aktiv. Und dann den Gulli. Warte, fällt er dann da rein? Wahrscheinlich. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Haben wir irgendwas dabei? Das ist so lame, das könnte klappen. Bananenschale. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Er rutscht außer, er macht dann eine Kurve auf Banane. Jemand eine Idee? Wie hindern wir daran, dass der anders ab... Ja,
Das ist lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Der Gadget-Shop. Da stand ja ein Haufen Schrott rum. Zum Beispiel diese dämliche Sonnenbrille, die wir sogar gebraucht haben am Ende. Ja. Dieser Saftpressenhut gab es, diesen Schredder. Mhm. War da und eine Bananenschälmaschine. Nein, ein Oh Gott, nein! Bananenentrümmer. Du glaubst doch nicht im Ernst da... Doch, glaubst du. Weil er jetzt in der Kurve rutscht, begradigen wir die Bananen, damit er dann auf einer geraden Bananenschale anders ausstoßt. Das ist so dämlich, dass es garantiert die Lösung ist. Okay. Ups. Sorry. Ach du Heiliger. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie annehmen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich ihm gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Von dem Missbrauch der Amtsgewalt mal abgesehen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Er hat recht, wir müssen vorsichtig sein. Wird hier genau neben dem Angler gerade jemand erschossen und seine einzige Sorge ist, dass er die Fische verscheucht. Yep! Ein Mensch, der weiß, was wichtig ist im Leben. Ja, hier waren wir eigentlich schon mal. Okay. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier jetzt in dieser veränderten Stimmung eines meiner Lieblingsrätsel. Und zwar ist es, den Angler in einem kleinen Kopfkampf zu schlagen. Und zwar, wer hat die meiste Geduld? Das halte ich nach wie vor für einen sehr großen Einfall, weil dann tatsächlich irgendwie die Lösung halt eigentlich relativ offensichtlich ist und man dann nur gegen ein paar Widerstände ankämpfen muss. Obwohl sie auch ein bisschen out of the box ist. Also es ist schon ein bisschen out of the box, was ihr da machen müsst. Gefällt mir sehr gut. Die Lichtstimmung übrigens, die habe ich tatsächlich als Referenz selber erzeugt aus dem alten Screen, den Micha gemalt hatte. Habe dann an ein paar Photoshop-Reglern hin und her gezogen und für die Laternen halt einfach die entsprechenden Bereiche, die hell sein sollten, einfach wieder rausradiert mit einem weichen Pinsel. Das dann schon so aussah, als wäre es dann besonders hell da an den Stellen. Und das war wirklich nur zur Anschauung gedacht und nicht so, dass es nachher ins Spiel kommen müsste, aber das hat denen dann so gut gefallen, dass das meiste davon tatsächlich auch übernommen wurde, dass mich ja das gar nicht mehr großartig verändert hat, was ich da angelegt hatte. So kann es auch manchmal gehen. Vielleicht schlummert ja doch noch ein Grafiker in mir. Bravo. Kennst du Castle? Die Krimiserie? Ja. Ich hab so das Gefühl... Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Du hast Gongs Let's Play zu Harveys neue Augen nicht geguckt und verstehst den Gag deswegen nicht. Nee. Was ich eigentlich sagen wollte, so nach dem, was Poki hier sagt, habe ich das Gefühl, wenn es dann ans entwickelnde Spiel geht, hat Poki etwa so viel zu sagen wie Castle, wenn die auf einen Einsatz gehen. Also nicht beim Ermitteln, sondern wirklich an Festnahme geht. Mhm. Wie bekommen wir jetzt die Tür auf? Da wir ja offensichtlich den Angler später nochmal ansprechen müssen, können wir das auch jetzt gleich tun. Da wir die Tür eh nicht aufkriegen. Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Mm,
Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Stiefel. Ganz altes Klischee. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Da gab es doch im Kika früher diese Kurzclips von diesem einen Angler, der immer am gleichen See, immer an verschiedenen Seen war oder was immer der gleiche, keine Ahnung. Und der hat immer die allerblödesten und irrwitzigsten Sachen angestellt. Und völlig egal, wie abgedreht das Zeug war, was abgegangen ist, im Endeffekt sah es darauf hinaus, dass er mit dem Stiefel heim ist. Immer. Du kannst das gar nicht, das oder? So nicht, solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Den Spruch merke ich mir. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Moment. Ich sag mal kurz drei Worte, die Rufus im letzten oder vorletzten Part gesagt hat. Ja? Penner essen Stiefel. Wir sollten Gun was zu essen bringen. Ah. Das heißt, wir müssen den jetzt so lange auf den Zeiger gehen, bis er uns wirklich Stiefel... Keine Ahnung, aber wir müssen den jetzt also so lange auf die Palme bringen, bis er uns einen Stiefel fängt. Wahrscheinlich. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel, Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Und jetzt? Okay, darum kümmern wir uns aber im nächsten Part, würde ich sagen. Jo. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Warte, mach mal. Ich hab gar nichts. Ja, genau. Ich hab gar nichts. Ja, genau darum geht's, glaube ich. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal nichts. Ah, dann können wir jetzt den Part nicht beenden. Scheiße. Aus. Mir ist kalt. Niemals. Wow. Jetzt können wir den Part nicht beenden, weil wir ihn jetzt beenden zwischendurch. Ach Gott, ist das scheiße. Ja. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Das ist mal ein Out-of-the-Box-Rätsel der ganz neuen Leute. Und ich glaube, da wären wir nie drauf gekommen, wenn wir nicht den Part beenden wollten. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Ist das nicht Krawallgaul? Was war das nicht so zipperlich? Rufus, bitte! Okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.